in Berlin angekommen, wieder zurück in Berlin nach 3 Wochen nur oder so, oder 4 Wochen. Und da hinten seht ihr schon den Fernsehturm. Ja, da ist mein Gepäck. So, ich bin angekommen, habe im Hotel eingecheckt. Ist ganz nett hier. Ziemlich, nicht viele Leute irgendwie hier. Und jetzt gehe ich zum Aufzug und ich habe hier schon meinen Berlin-Metro-Plan und werde jetzt zum Bahnhof Zoo fahren. Wo ist er? Da irgendwo. Ja, da fahre ich. Und ja, ich hoffe, ich kann dann immer wieder ein bisschen filmen. Jetzt muss ich auch einen Aufzug finden, weil es ziemlich groß hier. So, ich bin jetzt im Aufzug und jetzt geht's in die City. Yay! Das war der coole Spiegelaufzug. Hier mein Outfit of the Day. So, ich latsche jetzt vom Hotel in die Innenstadt oder zu unter den Linden. Und ja, es ist jetzt 3:30. Das Wetter ist ganz okay, es ist recht mild. Kein Regen zum Glück. Und ja, es ist voll cool, jetzt wieder in Berlin zu sein. Irgendwie ist es immer voll aufregend hier und jetzt hat einfach so viel los. Und es hat einfach eine Riesenstadt und die Hauptstadt. Und ja, jetzt freue ich mich voll wieder hier zu sein und bin gespannt, wie der Nachmittag so wird. Ich melde mich dann später, wenn ich an einem spannenderen Ort bin. Bis gleich! Schaut mal, was da vorne ist. Das Brandenburger Tor. Es ist ganz schön kalt, aber es sieht so cool aus mit dem Weihnachtsbaum. Und da ist das Adler. Am Brandenburger Tor und hinter mir steht ein riesen toller Weihnachtsbaum. Sieht voll cool aus. So, jetzt gehen wir mal näher dran. Ich glaube, am Abend war ich noch nie am Brandenburger Tor. Sieht echt schön aus. Fast wie Gold irgendwie mit dem Licht. Und der Weihnachtsbaum ist so schön. Ich finde es so cool. Ich habe schon ewig viele Fotos gerade gemacht, weil es so schön ist. Und schaut, jetzt drehe ich sogar für euch ein kleines Follow Me Around und werde schon wieder angestarrt. Aber was tue ich nicht alles für euch? Da ist es. So, und jetzt wird mir zu kalt. Also, ciao. Gerade am Bahnhof Zoo. Und überall sind Lichter geschmückt.
yesterday to the club and started at midnight. Yeah. And still happening. Wow. Oh my god. Crazy. He was just saying it's crazy so bad, to think about that. Oh my god, but after that you are dead. Yeah, like there's a go. I was so boom tired at the end of the night. Join us! Everybody went down to us this way. Oh, come on! I know you're on vacation, but... Hobbit! Ah, yes! He was the... Look on the left of the... It's a fairy. A fairy. It's more like a fairy. I have to send it to a friend of mine. Actually, to a lot of friends. Guten Morgen aus Berlin. Es ist Tag 2 in Berlin, der zweite und letzte Tag. Und ich gehe jetzt gerade, bin aus dem Hotel ausgecheckt und gehe jetzt was zum Frühstücken suchen, weil ich echt voll Hunger habe. Ja, bin noch ein bisschen müde irgendwie, weil ich habe nicht so gut geschlafen. Jetzt gehe ich mal Richtung Alexanderplatz, da ist der Fernsehturm. Und da werde ich dann in einem Café was frühstücken. Und dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Und muss dann mal schauen, wie ich die Zeit noch verbringe. Es ist Sonntag, von daher glaube ich, dass keine Geschäfte hier aufhaben, was ein bisschen blöd ist. Ich würde voll gerne noch in ein paar Läden reingehen und noch ein paar Weihnachtseinkäufe erledigen. Ja, und jetzt laufe ich hier lang. Und rede mit euch ein bisschen. Schaut, das ist der Vorteil. Ich habe jetzt voll viel Zeit für euch, einfach um hier around zu drehen. Und werde euch jetzt noch ein bisschen mitnehmen heute. Durch Berlin. Ich schaue schon mal, ob ich vielleicht Darum sehe oder Alive for Fashion oder Moin Yamina wohnt ja auch hier, fällt mir gerade ein. Vielleicht wohnt ihr. Wer weiß. So, ich bin jetzt hier am Fernsehturm, jetzt gehe ich zum Nikolaiviertel mal schauen. Boah, ich habe mir gerade eben mal die Aufnahmen, die ich gerade eben schon gemacht habe, angeschaut und ich finde, ich sehe mega fertig aus in dem Video. Hilfe, was ist da los? Sehe echt aus, als ob ich 3 Nächte nicht geschlafen habe. Dabei habe ich jetzt eine Nacht mal nicht so gut geschlafen, aber ich sehe echt schlimm aus. Oh Gott, ich hoffe, ich kann euch das überhaupt antun und hochladen. Naja, ich hoffe, ihr überlebt es. Ja, hier ist jetzt gleich das Nikolaiviertel und da schaue ich jetzt mal rein. Da durch das Tor, da muss ich durch. So, und ich latsche immer noch den ist die Spree und gerade sind wir da voll schon in den Dom. Und ja, das Wasser. Krasses Graffiti, oder? Sieht aus wie ein Foto. Echt krass.
ich bin jetzt noch zum Gendarmenmarkt gefahren. Manche sagen jetzt, es wäre der schönste Platz Berlins. Und hier ist gerade ein Christkindlmarkt. Und ja, da laufe ich jetzt auch noch drüber. Und schaut mal, da ist der Friseur, wo sich Darum einmal die Haare schneiden hat lassen. Schanreim Khan. Da würde ich mir auch mal gerne die Haare schneiden lassen. So, mein Mittagessen. Ich habe mir jetzt hier so einen Bulgur gekauft. Für dich frisch gemacht. Genau, das esse ich jetzt. Wow, ich bin wieder am Kurfürstendamm und wisst ihr, was ich gerade entdeckt habe? Dass heute anscheinend verkaufsoffener Sonntag ist wegen Weihnachten. Und jetzt haben hier die Geschäfte offen und unter anderem auch Pull & Bear, wo ich eh schon immer mal rein wollte. Und ich denke, ich gehe da jetzt mal rein und schaue mich ein bisschen um, weil den Laden gibt es irgendwie, glaube ich, nur hier in Deutschland. Und daneben noch Forever 21, aber den gibt es jetzt auch in München. Aber voll cool, dass hier Pull & Bear offen hat. Jetzt bin ich einfach gespannt, was sie so haben. Und werde da jetzt mal reinschauen. Ich verlasse jetzt Berlin gleich wieder. Ich hoffe, euch hat das Follow Me Around Spaß gemacht und ihr habt wieder ein bisschen besser Berlin kennengelernt. Mir hat es Spaß gemacht und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis ganz bald und ciao!